Als Patient, ich kann doch nur und muss und will und möchte glauben dem Arzt und möchte ihm vertrauen. Habe ich auch getan. Fatal. Fatal. Es ist ein Thema, das oft in der Medizin am liebsten totgeschwiegen wird. Doch Hartmut Becker möchte nicht mehr schweigen. 4 Jahre haben wir ihn begleitet. Bei einem Kampf um die Frage, ist er Opfer eines Behandlungsfehlers? September 2022. Er ist auf dem Weg zum Arzt, ein Kontrolltermin. Doch dann die Nachricht, die Kamera darf nicht mit. Die Begründung? Man wolle mit dem Thema unseres Films nichts zu tun haben. Wenn es um Patientenrecht geht, wird gehuft. Anstatt transparent zu sein, offen zu sein und zu sagen, wir haben nichts zu verbergen, geht man hin und schließt. Eine Erfahrung, die wir bei der Recherche immer wieder machen. Über Fehler in der Medizin spricht man nicht. Wir machen uns auf Spurensuche in einer Welt, in der Patienten keine Lobby haben und Ärzte gefangen zu sein scheinen in einem Zirkel des Schweigens. Wo jeder alles tut, um das unter den Teppich zu kehren. Das ist nicht schön. Du darfst nichts sagen, du weißt es aber, kannst dich teilweise ganz konkret daran erinnern, an die Entscheidung, wer es entschieden hat. In diesem Film ist es gelungen, Ärztinnen und Ärzte zu finden, die ihr Schweigen brechen, den Mut haben zu sprechen über Fehler und Ereignisse, die mit einem Schlag alles verändern, für beide Seiten. Vertrauen zu Ärzten fällt mir schwer. Fällt mir sehr schwer. Mittlerweile bin ich so gepolt, dass ich mindestens 2 Ärzte konsultiere zu dem gleichen Thema. Weil ich einfach nicht mehr glaube. Ich glaube, mir fehlt der Glaube. Das ist bei mir verloren gegangen. Es ist Juli 2019, als wir Hartmut Becker zum ersten Mal treffen. Was wir alle zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen, vor ihm liegt ein langer Kampf. Ein Kampf, der ihn bis zum Bundesgerichtshof führen wird. Und mir hat man ja dann auch. Alles beginnt mit einem Besuch beim Radiologen. Nach einer überstandenen Nierenkrebserkrankung war Hartmut Becker dort zur Nachsorge. Über 6 Jahre macht der Arzt MRT-Bilder, um auszuschließen, dass es keinen neuen Tumor gibt. Immer sagt er, es sei alles in Ordnung. Bis zu einem Tag im Januar 2018. Sein Arzt ist an diesem Tag nicht da. Ein Kollege aus der Gemeinschaftspraxis untersucht ihn. Und dann guckt er mich an, da sagt er zu mir, warum waren Sie nicht schon längst beim Arzt? Ich war fast paralysiert. Ich habe dann gesagt, warum? Und dann sagt er zu mir, Ihre Bilder seit 2013 belegen einen Tumor. Von einer Sekunde zur anderen war nichts mehr, wie es einmal war. Das ist Ohnmacht pur. Sie sind im Fallen. Sie fühlen sich, wie sie fallen. Ja, das ist hässlich. Das sind einige der Original-MRT-Bilder, die der Arzt machte. Der Tumor war schon 2012 erstmals zu sehen und wurde jedes Jahr größer. Hier rot markiert. Gesehen wurde er von dem Arzt nicht. Noch heute, 4 Jahre später, ist Hartmut Becker fassungslos, wenn er an diesen Tag denkt. Ich war geschockt. Total geschockt. Für mich ist eine Welt zusammengebrochen, weil ich bis zu diesem Zeitpunkt an diesen Arzt fest geglaubt habe, volles Vertrauen in den Arzt hatte. Und ich wollte das Vertrauen auch haben. Und ich denke, es steht mir als Patient zu, dass ich mich auf einen Arzt vertrauen kann oder verlassen kann. Und es war anders. Erinnerungen an ein Leben, das es seit der Diagnose so nicht mehr gibt. Es sind Momente wie diese, die Hartmut Becker schmerzen. Reisen in ferne Länder, das ist die Leidenschaft des 71-Jährigen. Jahrelang organisiert der ehemalige Lehrer Gruppenreisen weltweit. Und plötzlich ist sein Leben geprägt von Arztbesuchen und Operationen.
Hoffnung, ganz ehrlich, hatte ich nicht. Weil ich wusste, 6 Jahre lang ist ein Tumor in mir gewesen. Auf allen Bildern in der Radiologie ist er zu sehen. Auf allen Bildern wurde er nicht gesehen. Ja, und ich hatte in dem Moment noch nicht mal Wut. Ich hatte noch nicht mal Aggression, sondern ich hatte nur Angst. Dass der Arzt sich entschuldigt, das hätte er sich gewünscht. In den nächsten 4 Jahren begleiten wir ihn. Er will sich wehren. Noch ahnt er nicht, dass ihn sein Kampf nicht nur an der Medizin, sondern sogar an der Justiz zweifeln lassen wird. Hallo, wir kommen runter. Nochmal Nola ist da. Oh, super. Holst du noch das Mühlrad hoch? Ist alles? Ja. So. Soll ich eine Krücke abnehmen? Ja, das wäre lieb. Danke dir. Ist okay. Jeder Schritt ist für Melissa Wharton beschwerlich. Auch ihr Leben hat ein Arztbesuch komplett verändert. Das ist nicht, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt kurz runter und gehe mal eine Runde spazieren, weil man einfach immer im Hinterkopf hat, okay, wenn ich jetzt runtergehe, bis ich unten bin, bin ich eigentlich schon echt platt und erschöpft, weil es einfach die Anstrengung ist, bis ich unten bin. Und wenn ich normal laufen würde, was einfach nicht geht, wäre es definitiv zu schmerzhaft einfach. Weil sie die steile Treppe zu ihrem Bett nicht mehr hochkommt, schläft Melissa Wharton auf dem Sofa. Anfang 2021 rutschte die 34-Jährige beim Aussteigen aus der Badewanne aus und knickte um. Mehrfacher Bänderriss lautete die Diagnose. Sie muss operiert werden. Als ich aus dem OP rauskam, hatte ich so schlimme Schmerzen. Wirklich, ich habe geschrien vor Schmerz. Das hat einfach alles so wehgetan, mein ganzes Bein. Und ich weiß einfach, dass ich ständig mehr Schmerzmittel zugeführt bekommen habe. Mein Kreislauf ist mir immer wieder weg. Mir war schlecht. Ich konnte mich wirklich mit dem Rücken nicht mal aufrecht hinsetzen, weil jeder Wackler, jeder Atemzug, jedes Wort, das ich gesprochen habe, hat einfach Stromschläge in meinem Bein ausgelöst. Und da wurde mir dann halt von einem Arzt bei der Visite dann gesagt, ja, stellen Sie sich nicht so an, das ist ein Routineeingriff. Die Wochen nach der Operation, eine Odyssee von Arzt zu Arzt. Als endlich ein Arzt die Ursache für ihre unerträglichen Schmerzen findet, ist es zu spät. Die Vermutung? Bei der Operation wurde eine Schraube direkt durch den Nerv im Wadenbein geschraubt. Hätte man das innerhalb von 2 Wochen erkannt, wäre der Nerv noch zu retten gewesen. Jetzt nicht mehr. Ein Gutachten des Medizinischen Dienstes Baden-Württemberg kommt zu dem Ergebnis, die Schraube wäre gar nicht nötig gewesen. Von einem auf den anderen Moment gibt es ihr altes Leben nicht mehr. Es wird immer Dauerschmerz ausgestrahlt. Also ich habe immer Schmerzen, jeden Tag. Und das trotz Medikamente. Ich nehme Opiate, dadurch bin ich verkehrsuntüchtig. Aber ohne Medikamente wird es halt gar nicht gehen bisher. Wo ich halt denke, okay, ich weiß nicht, wie das halt weitergehen soll. Ich weiß es nicht. Auch finanziell. Sie plagen Existenzängste. Ihr Arbeitgeber hat ihr gekündigt, weil sie nicht mehr arbeiten kann. Denn den Fuß kann sie nur sehr eingeschränkt bewegen. In manchen Teilen hat sie kein Gefühl. Ja, also ich kann kein Auto fahren. Ich kann nicht mal alleine kurz einkaufen. Ich liebe es zu backen und zu kochen. Ich bin froh, wenn ich es mal schaffe, ein größeres Gericht überhaupt zu kochen, weil ich nicht so lange stehen kann. Also mein Leben ist nimmer, wie es war. Überhaupt nicht. Was ist das für ein Gefühl? Das belastet. Also ich gebe es ungern zu. Ich bin keine, die das zeigt. Aber ja, es belastet. Ja. Melissa Whartons Arzt ist nicht bereit, sich zu äußern. Gerade Operationen gehören zu den Bereichen, in denen statistisch gesehen am häufigsten Fehler passieren. Offen darüber zu sprechen, ein Tabu in der Medizin. Nicht ohne Grund, wie wir erfahren werden. Uns ist es gelungen, Ärztinnen und Ärzte zu finden, die nicht mehr schweigen wollen. Die zum ersten Mal vor unserer Kamera über Fehler sprechen und darüber, warum sie passieren. Das, was Robert Coburg vom Klinikum in Hildburghausen in diesem Film zu sagen hat, muss endlich offen thematisiert werden. Schmerzen her irgendwas verändert, dass sie irgendwie zugenommen hätte oder so die letzten Tage? Wir sind in der Notaufnahme.
Der Patient wurde vor kurzem operiert und hat jetzt eine Rötung an der Naht. Der Chefarzt der Chirurgie schaut deswegen lieber noch einmal nach. Also da sieht man eigentlich gar nichts, dass da was wäre. Jetzt gucke ich nochmal mit dem anderen Schallkopf, ob man in der Tiefe im Netz lag, ob da irgendwas auffällig ist. Aber das sieht alles sehr gut aus. Also es ist wahrscheinlich wirklich, wie wir gehofft haben, nur eine kleine Rötung oder leichte Entzündung da an der Haut. Ja. Das machen wir so, wie wir es besprochen haben, dass wir da 2-3 Klammern rausmachen, dass es ein bisschen Abfluss nach außen kriegt. Nach innen sieht man gar nichts. Bei diesem Patienten ist alles in Ordnung. Doch Robert Coburg muss gerade in kritischen Situationen oft Entscheidungen treffen, bei denen es kein richtig oder falsch gibt. Er erinnert sich an einen anderen Patienten. Der nahm Medikamente, die sich nicht mit einer Operation vertrugen. Die Mediziner mussten abwägen, mit schwerwiegenden Folgen. Der sollte jetzt an der Leistenhernie operiert werden, das ist jetzt keine Riesenoperation. Gleichzeitig hatte er eine Herzrhythmusstörung, die zu einem Schlaganfall führen kann. Und wir mussten entscheiden und dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen von der Gerinnungshemmung ein bisschen was weg, wir machen etwas weniger, damit es bei der Leistenbruchoperation keine Blutungskomplikation gibt. Das lief auch gut. Es hat tatsächlich keine Nachblutung gegeben, aber der Patient hat 2 Tage nach der Operation einen schweren Schlaganfall erlitten und war dann noch auf der Intensivstation und ist dann aber verstorben. Letztendlich wegen einer Leistenbruchoperation. Und da hat jetzt niemand direkt was falsch gemacht. Man musste ja entscheiden. Und hätte er jetzt vielleicht eine schwere Blutung gekriegt, dann hätte man gesagt, naja, hättet ihr doch lieber mal ein bisschen weniger Antikoagulation gemacht. Eine falsche Entscheidung, die zum Tod des Patienten führte. Doch anders zu entscheiden, hätte genauso ein Fehler sein können. Marienkrankenhaus in Ludwigshafen. Ute Schreiner ist eine der ganz wenigen, die den Mut haben, vor der Kamera zu sprechen. Sie ist auf dem Weg zu einer Patientin, die sie am Vortag operiert hat. Wie geht's Ihnen heute Morgen? Wie war Ihre erste Nacht? Sehr gut. Sehr gut. Haben Sie Schmerzen? Nein. Dann mache ich gerade hier mal die Decke so ein bisschen weg. Gucken Sie mal, spüren Sie das alles auf der Haut? Ja. Können Sie den Fuß nach oben bewegen? Ja, sehr gut. Es ist alles soweit gut gelaufen bei der Operation. Es gab keine Komplikationen, also so wie wir es auch geplant hatten. Ja. Sodass jetzt erstmal nichts weiter zu erwarten ist. Das heißt, heute wird noch mal jemand. Sie sagt, es gebe Gründe, warum das Risiko für Fehler steigt. Also so das Plausibelste ist natürlich, wenn Sie nachts um 2 Uhr eine komplexe Operation im Dienst machen müssen. Sie sind müde, Ihr Team ist müde. Im Notfall haben Sie auch den Patienten meistens nicht super vorbereitet, anders als bei einer elektiven OP. Also da passiert eher mal ein Fehler. Oder es kann einfach auch mal sein, dass man eine Situation vielleicht doch nicht richtig einschätzt. Im OP-Bereich bereitet sich Ihr Kollege Johannes Stöwe auf eine Operation vor. Als Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie legt er besonderen Wert darauf, dass offensiv mit Fehlern umgegangen wird. Nur so könne sich etwas verbessern. Was sind denn solche Ursachen für Fehler während zum Beispiel Operationen? Was gibt es da für Beispiele? Warum entstehen Fehler? Das klassische Beispiel ist natürlich, wenn man nicht aufmerksam ist, wenn man möglicherweise übermüdet ist, ja, oder wenn viele andere Probleme einen eben von der Konzentration für den Patienten ablenken, dann macht man tatsächlich chirurgische Fehler. Und diese chirurgischen Fehler können darin liegen, dass man Gefäße verletzt. Die chirurgischen Fehler können darin liegen, dass man eben falsche Schnitte, Sägeschnitte setzt. Und das sind natürlich individuelle chirurgische Fehler. Gerade wenn wie in einem Krankenhaus mehrere Abteilungen und vor allem mehrere Ärzte und Pflegekräfte einen Patienten behandeln, ist die Gefahr groß, dass etwas vergessen oder verwechselt wird. Deshalb gibt es hier Checklisten. Hier sieht man die Checkliste. Und hier ist die Checkliste so vorbereitet, dass es einen Teil gibt vor der Narkose, vor der Hausinzision und vor Verlassen des OPs. Ein wichtiger Punkt ist die OP-Seite markiert? Und dann muss hier Ja angekreuzt sein, sonst kann der Patient nicht in den OP.
Das heißt, wenn es nicht gemacht würde, bestände die Gefahr, das falsche Bein wird repariert. Richtig. Und das darf eben nicht passieren. Deswegen wird hier überprüft, ist die OP-Seite markiert, ist das korrekt? Jetzt lese ich hier gerade auch nochmal, zum Beispiel sind die Instrumente vollständig. Das heißt, nach der OP ist überhaupt alles da? Oder hat man eine Schere im Patienten noch irgendwo Richtig. Vergessen? Und da wird gezählt. Wie leicht kann so etwas passieren? Das kann passieren. Also leicht passiert es nicht, aber das kann durchaus passieren. Und es ist ganz klar, dass es passiert, wenn eben eine Operation 3-4 Stunden dauert und da sind möglicherweise hunderte von Kompressen im Spiel, dass man dann auch mal suchen muss. Was ist denn rechts drin? 48er Pfanne, 10er Schaft, Standard. Okay. Rechts ist ja schon eine Prothese drin. Und die rechte Prothese, die drin ist, ist ein 10er Schaft. Das heißt, da natürlich links so ist wie rechts, ja, wissen wir schon, dass die 10er Prothese links auch passen wird. Was genau operieren Sie jetzt gerade? Ja. Prothesen gibt es in verschiedenen Größen. Daher muss, bevor es losgeht, überprüft werden, dass zur Sicherheit auch alle Größen verfügbar sind, falls die geplante Größe der künstlichen Hüfte doch nicht passt. Eine bessere Überprüfung bei seiner Krebsnachsorge, das hätte sich Hartmut Becker gewünscht. Wie der seit 6 Jahren wachsende Tumor übersehen werden konnte, darauf hat er nie eine Antwort bekommen. Auch sein Arzt will mit uns nicht sprechen. Der Tumor hat dramatische Folgen. In einer komplizierten Operation werden ihm Teile von Organen entfernt. Er beschließt zu klagen. Was habe ich zu verlieren? Ich habe verloren. Ich kann jetzt nur noch gewinnen, indem ich dieser Praxis sage, verdammt nochmal, was ihr da gemacht habt, darf nie mehr passieren, bei niemand mehr. Bis es zum Prozess kommt, dauert es 2 Jahre. Hartmut Becker führt in der Zeit für uns ein Videotagebuch. Berichtet uns, wie es ihm geht. Freitag, 14. Februar 2020. Ich bin so frustriert, ich bin so enttäuscht. Keine Fristeinhaltung. Für mich als Betroffener ist das schlicht und einfach zum Kotzen. Heute habe ich die Klageerwiderung bearbeitet und habe 4 DIN A4 Seiten Anmerkungen gemacht. Ich lasse mich nicht unterkriegen, also ich kämpfe volle Kanne, das steht fest. Es geht einem nicht gut, weil die Gegenseite alles ablehnt, alles bestreitet, alles ist prima gelaufen. Die Radiologie hat alles richtig gemacht. Der Einzige, der Fehler macht, bin ich. Weil ich mich wehre. Anfang 2021. Es gibt ein Gutachten des Gerichts, das untersucht, ob das Übersehen des Tumors ein Fehler war. Das Ergebnis erschüttert ihn. Erfolgten MRT-Untersuchungen, auf denen eine Raumforderung im Bereich des Pankreaskopfes gesehen werden können. Diese wurden aber in den Befundberichten nicht beschrieben und somit übersehen. Hört sich ganz toll an, ist genau das, was wir auch sagen. Und dann schreibt er später, das Übersehen der Raumforderung war bezogen jeweils auf die Untersuchungen der Jahre 13, 15 und 16 nicht unvertretbar. Damit sei das Übersehen kein Behandlungsfehler. Das ist das Originalgutachten. Der Gutachter kommt zu dem Schluss, das Übersehen sei zwar ein Fehler. Der Arzt hätte den Tumor sehen können, aber nicht müssen. Denn es sei schwierig gewesen, den Tumor von der normalen anatomischen Struktur zu unterscheiden. Es ist ein Schlag ins Gesicht von mir als Patient. Das ist schon grausam. Ein negatives Gutachten. Was für Folgen hat das für Hartmut Becker? Wird er es trotzdem schaffen, den Prozess zu gewinnen? Es ist der 23. Juni 2021, der Morgen der Gerichtsverhandlung. Hartmut Becker versucht, sich mit Fotografieren abzulenken. Wir begleiten ihn heute zum Prozess. Wenn Sie heute Nachmittag denken, wie fühlen Sie sich da? Wenn Sie in meinen Bauch sehen könnten, wüssten Sie es nicht gut. Warum? Weil ich nicht weiß, wo die Reise hingeht. Und dann ist endlich die Verhandlung vor dem Landgericht Bad Kreuznach.
Wir dürfen während des Prozesses nicht mit. Im Gerichtssaal nicht filmen. Hartmut Becker fordert mindestens 110.000 Euro Schmerzensgeld und die Übernahme der Kosten von möglichen Folgeschäden. Nach 40 Minuten ist alles schon wieder vorbei. Hartmut Becker und sein Anwalt kommen aus dem Gerichtsgebäude. Nicht. Ja, in der zweiten Instanz geht das nicht mehr. Herr Becker, wie ist es gelaufen? Völlig anders, als ich erwartet hatte. Denn mit dem ersten Satz des Richters war für mich klar, wo die Reise hingeht. Indem er dem Gutachter voll zugestimmt hat in allen Punkten. Eigentlich hätte man an der Stelle abbrechen können. Das war mein persönliches Gefühl. Ja. Wie fühlen Sie sich jetzt? Leer. Unendlich leer. Das ist mein Gefühl. Ohnmacht. Zeigt mir deutlich, wo der Patient steht. Sein Anwalt hat noch ein chirurgisches Gutachten beantragt. Doch das wird abgelehnt. Einige Wochen später bekommt Hartmut Becker das endgültige Urteil per E-Mail. Er schickt uns ein Video. Es heißt dann hier, im Namen des Volkes, die Klage wird abgewiesen. Erstens, der Kläger hat die Kosten des Rechtsstreites zu tragen. Damit hatte ich nicht gerechnet. Muss man sich mal vorstellen, das ist ungeheuerlich. Sage ich Ihnen ganz, ganz klar, ich lasse es so nicht stehen. Ich werde weiter kämpfen, schauen wir, was rauskommt. Er legt Berufung ein. Wir werden ihn weiter begleiten. Das, was er erlebt, ist eine Problematik, die Experten bei vielen Prozessen beobachten. Letztlich sind diese Leute über ihre medizinische Frustration durch den Schaden und den potenziellen Behandlungsfehler erleben sie eigentlich auch noch eine juristische Traumatisierung. Ja, weil sich das so lang hinzieht, weil die Prozesse verschleppt werden. Michaela Bürgle ist Expertin für Patientenrecht. Sie hat schon viele Prozesse gegen Ärzte geführt. Lag es an dem Sachverständigengutachten, dass Hartmut Becker den Prozess verloren hat? Die nächste Hürde ist, dass das wichtigste Beweismittel der medizinische Sachverständige ist in diesen Fällen. Ja, und das ist ein Kollege. Und vielen Sachverständigen Ärzten sind das natürlich, fällt es schwer, dem Kollegen einen Fehler nachweisen zu müssen. Zum Teil kommen da ganz zögerliche, unausgesprochene Gutachten heraus, dann in so Gerichtsverfahren, die es unmöglich machen, den Fall zu gewinnen. Das habe sie selbst immer wieder erlebt. Mir fällt eine Sache ein, da hatte ich ein hervorragendes schriftliches Sachverständigengutachten. Es war klar und eindeutig formuliert. Da hat dann der beschuldigte Arzt die Anhörung des Sachverständigen beantragt. Und da saßen die sich dann gegenüber bei Gericht. Und da ist der Sachverständige durchaus eindrucksvoll zusammengeknickt sozusagen und hat all das widerrufen, was er im schriftlichen Gutachten bereits bestätigt hatte. Michaela Bürgle hofft, dass es bei Melissa Wharton, die sie vertritt, besser läuft. 100.000 Euro Schmerzensgeld und die Übernahme weiterer Folgekosten fordert sie jetzt von dem Operierenden und einem weiteren Arzt, der die Nervenverletzung nicht rechtzeitig diagnostiziert haben soll. Geld, das Melissa dringend bräuchte. Hallo, meine Liebe. Ein Spaziergang mit ihrer Tochter Ashanti und Freundin Nela. Für Melissa eine willkommene Ablenkung. Finanziell kommt sie kaum über die Runden. Sie bekommt Arbeitslosengeld, ihre Tochter macht eine Ausbildung. Doch ein Prozess kann Jahre dauern und der Ausgang ist ungewiss. Um die laufenden Kosten zu decken, geht Ashanti jetzt zusätzlich zu ihrer Ausbildung am Wochenende arbeiten. Für Melissa eine kaum auszuhaltende Situation. Ich bin ihr unendlich dankbar, wirklich, dass sie für mich so da ist, wie sie es ist. Aber sollte das ein 17-Jährige machen müssen, das alles, was sie stemmt? Noch ein Stückle können. Denn seit der OP muss ihre Tochter sowieso schon vieles übernehmen. Nach wenigen hundert Metern braucht Melissa eine Pause für ihren Fuß. Ich glaube, ich müsste auch jetzt mal ein bisschen kühlen, weil die Sonne macht mir doch ein bisschen zu schaffen.
wenn es so warm jetzt ist. Seit der OP ist sie halt sehr eingeschränkt. Ich kann nicht mehr wirklich Sachen mit ihr unternehmen. Und das schränkt mich halt auch total ein, auch mich in meiner Freizeit. Ich bin 17 Jahre alt, ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich rausgehe, weil meine Mutter alleine zu Hause sitzt. Aber im Endeffekt sehe ich auch, dass es sie belastet, auch wenn sie es probiert, drunter zu spielen, dass ich jetzt nicht so ein schlechtes Gefühl habe. Aber ich merke einfach, wie es ihr geht und sie spürt auch, wie es mir geht. Auch wenn wir beide, wir probieren es einfach immer runter zu spielen, aber es ist halt eigentlich nicht so. Und das wissen wir halt beide und es belastet uns halt einfach. Und ich wollte nie eine Belastung für mein Kind sein. Also welche Mama möchte das? Sie macht echt alles toll. Ich bin mega, mega stolz auf sie, wie sie das alles meistert. Aber es ist nicht einfach, genau. Also es ist einfach anstrengend, auch für mich, weil ich möchte sie nicht nach Hilfe fragen. Gibst du mir die Kühldecke raus, bitte, das Kühlhandtuch? Danke dir. Und Thomas kurz runterkühlen, weil jetzt ist der Umgang mit ihr als Patientin nach der Operation hat sie enttäuscht. Und es tut gut. Das geht, Maus, danke. Ich habe ihm nie Vorwürfe gemacht, nie. Ich saß immer da, wir haben wirklich menschlich miteinander gesprochen. Deswegen verstehe ich es nicht, warum man nicht einfach sagen kann, okay, hey, es ist blöd gelaufen, es hätte nicht passieren dürfen, es ist passiert. Jetzt müssen wir aber gucken, dass wir dich einfach wieder fit kriegen. Und das hätte ich mir von ihm einfach total gewünscht. Durch den beschädigten Nerv hat sie dauerhaft Schmerzen. Sie fühlt sich in dieser schwierigen Situation von ihrem Arzt im Stich gelassen. Warum es vielen in der Medizin so schwer fällt, mit dem Patienten zu sprechen, wenn ein Fehler passiert ist, werden wir später noch erfahren. Aber was macht es mit Ärztinnen und Ärzten, wenn sie Fehler machen? Als wir für diesen Film mit ihnen darüber sprechen wollten, war die Skepsis groß. Keiner wollte öffentlich mit Fehlern in Verbindung gebracht werden. Im Marienkrankenhaus ist das anders. Johannes Stöwe findet, Fehler dürfen kein Tabu mehr sein. Jeder macht Fehler und das habe ich auch. Ich weiß selber, dass manche Sachen nicht dann so gelaufen sind, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ein Arzt fragt sich jeden Tag, habe ich jetzt alle Patienten, die ich heute behandelt habe, auch wirklich nach dem besten Standard behandelt? Und wenn irgendwas nicht so gut gelaufen ist, wie man sich das gewünscht hat, dann nimmt man das mit nach Hause und man trägt es mit sich. Und das ist schwer für einen Arzt. Und das muss man als Arzt erstmal lernen, mit diesem Problem klarzukommen. Alles okay, ja? Schön. Super. Heute soll bei der Patientin ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt werden. Auch wenn Johannes Stöwe als Operateur schon 15.000 Knie- und Hüftprothesen eingesetzt hat. Jede Operation ist eine Anspannung für den Arzt. Der Arzt weiß, was er für eine Verantwortung hat, wenn er tatsächlich einen Patienten behandelt und wenn er weiß, dass er einen Patienten auch potenziell schädigen kann. Und das heißt, jede Operation macht emotional was mit dem Arzt. Ja, um Gott, Eddie. Dann geht die Operation los. Jeder noch so kleinste Fehler kann schwerwiegende Konsequenzen für die Patientin haben. Es ist Februar 2022. Wir treffen Hartmut Becker am Hauptbahnhof in Koblenz. Er will weiterkämpfen. Gegen das Urteil, dass das Nichtsehen des Tumors kein Fehler sei, hat er Berufung eingelegt. Heute ist der Prozess. Ich fühle mich beschissen, weil ich Angst davor habe, dass mir dasselbe passiert, wie es mir in Bad Kreuznach beim Landgericht passiert ist, dass ein Prozess angekündigt war und es war nichts anderes als ein Termin. Ich wurde überhaupt nicht gehört. Niemand wollte von mir was wissen. Und für mich ist das kein Prozess, sondern das war eine Farce. Von dem Prozess hat er sich viel mehr versprochen. Vor dem Oberlandesgericht trifft er seinen Anwalt. Die Stimmung ist angespannt. Ich hoffe nur, dass ich zu Wort komme. Nicht, dass es wieder so... Sie werden zu Wort kommen, das ist so. Wie sieht er die Chancen, den Prozess doch noch zu gewinnen? Okay. Statistisch betrachtet 10%. Das ist so. Ja. Denn das medizinische Gutachten sagt aus, dass das Nichtsehen des Tumors aufgrund seiner schwierigen Lage vertretbar gewesen sei. Und der Richter entschied im ersten Prozess, es sei kein Behandlungsfehler. Wird es diesmal für Hartmut Becker besser laufen?
Ja, genau. Zurück im Marienkrankenhaus in Ludwigshafen. Es ist Donnerstagmorgen, kurz nach 8. Alle 2 Wochen treffen sich die Ärzte der Orthopädie und Unfallchirurgie zu einer extra Fehlerbesprechung. Und dadurch kriegt er eben durch das Scratchfit kriegt er eine Rotationsverankerung. Das Besondere, hier wird ganz offen über Komplikationen und Fehler gesprochen, auch um daraus zu lernen. Und ist am ersten postoperativen Tag dann aus dem Bett gestürzt, hat sich dabei eine Luxation zugezogen. Da können wir vielleicht mal die Bilder zeigen. Also eine traumatische Luxation ist dann geschlossen reponiert worden in der Notaufnahme. Das ging wohl relativ gut wieder rein, aber ohne Anzeichen für eine Instabilität. Und der ist dann ein Fehler ist nicht nur für den Patienten, sondern auch für den Arzt eine große Belastung. Zu schweigen wäre falsch, findet die Chirurgin Ute Schreiner. Wenn Sie in einem guten Team arbeiten, dann fängt das Team Sie auf. Das ist dann gut, aber das ist auch Glückssache. Je nachdem, wo Sie arbeiten und Sie haben sozusagen einen hohen Konkurrenzdruck, dann werden Sie überhaupt nicht aufgefangen. Und das ist dann wirklich ein Problem. Und es gibt in der Tat auch Kliniken, wo man versucht, solche Fehler oder unerwünschte Ereignisse so ein bisschen zu vertuschen. In der Forschung gibt es den Begriff Second Victim, der Arzt als zweites Opfer, der oft Gefahr laufe, ohne emotionale Hilfestellung selbst psychisch Schaden zu nehmen. Ich erinnere mich an einen Fall mit einer Hüftprothese. Das war so ganz am Anfang meiner Karriere. Da hat die Patientin nachher eine Lähmung gehabt, eine Nervenläsion gehabt, die durch das Setzen von einem Haken verursacht wird in aller Regel. In dem Fall ist es so, dass man das bei der Operation selber gar nicht merkt, sondern erst nach der Operation, wenn die Patienten dann, oder die Patientin musste das Bein bewegen und dann hat man eben gemerkt, dass sie diese Lähmung hat. Also da sackt einem das Herz in die Hose, das ist Wahnsinn. Schon mal ausgemessen. Doch in so einer Situation nicht mit Patientinnen und Patienten über den Fehler zu sprechen, findet sie nicht akzeptabel. Man muss mit diesen Patienten sprechen. Nur so hat man die Möglichkeit, aus dieser Situation auch emotional rauszukommen. Das ist für den Patienten sehr wichtig. Die Patienten brauchen das Signal, dass man sich kümmert, dass man wahrgenommen hat, dass was nicht in Ordnung ist und dass man sich kümmert, dass einfach, sag ich mal, für sie die Situation besser wird. Also er hat jetzt gesagt, er möchte gern so früh wie in Hildburghausen bespricht Chefarzt Robert Coburg eine OP mit seinem Team. Wenn ich den jetzt gestern noch aufgeklärt hätte und dann 12 Stunden später OP, das. Ja. Deswegen habe ich ihn für Freitag reingesetzt. Ich würde sagen, wir klären den heute Vormittag auf. Anästhesie soll ihn anschauen und dann geht er heim. Und dann kommt er Freitag früh. Am schwersten sei es, wenn man zu dem Patienten ein emotionales Verhältnis aufgebaut hat, sagt er. Je mehr man eine empathische Verbindung zu dem Patienten hat, kannte ich den vor der Operation, wie viel haben wir gesprochen, was hat man gesprochen, kennt man so das Umfeld, Familie, Kinder, irgendwas, was der vielleicht gesagt hat. Das sind ja manchmal Sachen, die einem dann total nachgehen. Ne? So, ich habe ein kleines Enkel, jetzt habe ich Krebs, ich will da mit dem noch mal Eis essen gehen im Sommer. Das sind so Sachen, Entschuldigung, die machen es einem dann schwer. Ich würde das vielleicht kurz noch zu Ende beantworten. Wenn einem das dann so, wenn man da so eine empathische Verbindung hat, ne? Und dann die Sorge hat, man könnte da vielleicht irgendwas falsch gemacht haben. Das beschäftigt einen dann. Morgen. Morgenvisite. Der Chefarzt auf dem Weg zum Patienten, den er am Freitag operieren will. Ja. Und wollte ihn zu Ihnen schicken, dass er kommt. Mit ihm will er letzte Fragen zu dem bevorstehenden Eingriff besprechen. Das kriegen wir alles noch geregelt. Von uns muss ja auch noch die Aufklärung erfolgen. Ja. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Ja, und müssen wir halt noch schriftlich fixieren, wie das mit allem ist. Ja. Okay. Auf deutschen Behörden gibt es nur 3-lagiges Klopapier. Wissen Sie, das haben Sie mir schon gesagt. Habe ich Ihnen schon gesagt. Ja, alles klar. Gut. Dann haben Sie die Information, die ist wichtig. Auf jeden Fall. Gut. Robert Coburg ist bereit, über ein Tabu zu sprechen, das Ärztinnen und Ärzte belastet und oft verhindert, dass sie offen mit den Patienten sprechen. Wenn ein Fehler passiert, sind sie über die Haftpflichtversicherung der Klinik oder Praxis dafür versichert. Heißt, die Versicherung kommt für den entstandenen Schaden auf. Eigentlich.
scannen. Sie hängen ihren, um das jetzt mal ganz plakativ zu sagen, ihren Hintern verdammt weit aus dem Fenster. Wenn Sie zum Patienten gehen und möglicherweise tatsächlich das offen ansprechen, weil Sie das Gefühl haben, Sie haben da was falsch gemacht, dann könnte die Versicherung von der Leistung zurücktreten und sagen, nein, du Versicherungsnehmer, du bist deinen vertraglichen Verpflichtungen nicht nachgekommen. Da steht nämlich, du darfst kein Schuldeingeständnis abgeben. Und deswegen kommen auch wir unseren vertraglichen Verpflichtungen nicht nach und leisten nicht. Und das würde bedeuten, nehmen wir an, ein Gericht käme zu dem Schluss, dem Patienten steht eine Kompensation zu und die Versicherung würde das wirklich durchziehen und sagen, wir leisten nicht, dann müssten Sie das selbst bezahlen. Und da geht es um Summen, die können Sie nicht bezahlen. Unsere Recherche zeigt, viele Ärzte sind genau an dieser Stelle verunsichert. Fakt ist aber, seit 2008 ist es für Versicherungen nicht mehr möglich, allein aufgrund eines Anerkenntnisses des Mediziners die Leistung zu verweigern. Aber der Arzt hat nach wie vor das Risiko, allein für den Schaden aufkommen zu müssen, sofern er eine Ersatzpflicht gegenüber dem Patienten anerkennt und im Nachhinein seinen Rechtsanspruch gegenüber der Versicherung nicht durchsetzen kann. Wenn Sie einerseits wissen, Sie dürfen bestimmte Dinge einfach nicht sagen, Sie würden das vielleicht gerne. Sie würden es vielleicht insbesondere dann gerne, wenn Sie tatsächlich den Verdacht haben, dass Sie was falsch gemacht haben. Wenn Sie sich tatsächlich wünschen würden, hätte ich das doch anders entschieden. Einfach diese Not, diese Betroffenheit zu teilen, dass der Mensch merkt, boah, das ist dem echt nicht egal, ne? Wie viele Prozesse würden wohl vermieden werden können, wenn es eine offenere Fehlerkultur gäbe? Zurück beim Oberlandesgericht Koblenz. Der Prozess von Hartmut Becker gegen seinen Arzt ist vorbei. Der Patient kann hops gehen, ist ja nicht schlimm. Man kann sowas übersehen. Ein durchschnittlicher Arzt muss das alles nicht sehen, den Tumor nicht sehen, der über 6 Jahre gewachsen ist. Das ist das Ende vom Lied. Auch diesmal hat das Gericht entschieden, Hartmut Becker sei kein Opfer eines Behandlungsfehlers. Er versucht es nochmal vor dem Bundesgerichtshof, will in Revision gegen das Urteil gehen. Doch das wird abgelehnt. Hartmut Becker muss sich geschlagen geben. Muss man als Patient Fehler in der Medizin in Kauf nehmen? Oder lassen sich Fehler vermeiden? Sie ließen sich reduzieren, sagen die Ärztinnen und Ärzte, die bereit sind, mit uns zu sprechen. Wenn Fehlerkultur konsequent umgesetzt würde. Das Team von Johannes Stöwe ist mit der Hüftoperation fast fertig. Bevor zugenäht wird, muss für die Checkliste gezählt werden, ob auch keine Kompresse in der Patientin vergessen wurde. 21, 22, 4, 6, 8. Die Operation ist gut gelaufen. Arbeiten nach festgelegten Abläufen, Checklisten. So versucht das Krankenhaus, viele Fehler von vornherein zu vermeiden. Die Abteilung ist zertifiziert. Das bedeutet, sie verpflichtet sich, nach Standards wie diesen zu arbeiten. Doch. Das ist natürlich ein ganz klarer Kritikpunkt. Nicht jede Klinik ist zertifiziert. Und mit der Zertifizierung kommt ein Standard rein, kommt ein Ablauf rein, dass jeder weiß, was zu tun ist. Und dadurch, dass etwas häufig gemacht wird, wird es natürlich auch besser gemacht. Bei aufwendigeren Operationen gibt es die Pflicht, Mindestmengen einzuhalten. Das heißt, eine Operation darf nur dann durchgeführt werden, wenn die Klinik diese auch regelmäßig macht. Das muss dann auch überprüft werden. Schafft es eine Klinik, eben wirklich die Fälle einzuhalten? Und dann müssen daraus Konsequenzen auch gezogen werden. Das wird im Moment noch nicht ausreichend getan. Wahrscheinlich wird es nicht ausreichend überprüft, ja. Und wahrscheinlich muss die Politik da auch tatsächlich nachschärfen. Johannes Stöwe nimmt uns mit nach Oberstdorf an die dortige Klinik. Um die Fehlerkultur zu verbessern, überprüft er neben seiner Tätigkeit als Arzt die Zertifizierung von Kliniken.
Es ist 9 Uhr morgens. Heute wird hier die Abteilung, die künstliche Gelenke einsetzt, das Endoprothetikzentrum überprüft. Wir dürfen ausnahmsweise dabei sein. Denn Chefarzt Carsten Menzel aus Oberstdorf ist es wichtig, dass über Fehler gesprochen wird. Kein Mensch ist fehlerfrei, ansonsten würden wir alle nicht arbeiten. Und einer, der sagt, er macht keine Fehler, glaube ich, der im operativen Bereich, der operiert nicht oder er lügt. Los geht's im OP-Bereich. Johannes Stöwe überprüft, wie das Krankenhaus sicherstellt, dass die richtigen Prothesen für die Operation da sind. Ja, Sie haben da einen Patienten, der zweite Patient im Saal, 60 Jahre alt. Und sagen Sie dann, wir müssen für diesen Patienten alle haben, alle Implantate? Oder? Alles da, für den Patienten, genau. Auch wenn, ich sage jetzt mal, eine Hüftprothese, Größe 54er Pfanne oder so, geplant ist, dann muss natürlich alles da sein, selbstverständlich. Mhm. Auch andere Größen, das kann ja immer abweichen. Ist schon eine gewisse Anspannung mit dabei. Es ist eine Wundertüte, weil die Auditoren machen Stichproben und ich weiß nicht, was kommt, was geprüft wird, was gefragt wird. Und kontrolliert der Operateur das vorher? Ja, wir machen ja immer ein Team-Timeout und da wird es natürlich da dann immer hinterfragt und kontrolliert. Und wird dann auch dokumentiert? Genau. Hat das Krankenhaus alle Vorgaben und Standards eingehalten? Ansonsten könnte es die Zertifizierung verlieren. Im Moment ist mir bisher nichts aufgefallen, was irgendwie Anlass zur Sorge oder Sicherheitsbedenken hervorrufen würde. Warum ist es denn so wichtig, dass sich eine Klinik zertifizieren lässt? Naja, durch die Standards, durch die Einhaltung der Standards, wird die Komplikationsrate gesenkt. Und haben Sie die Zettel für die Hygienebegehung? Von 20 war das. Ja. Ja, wissen Sie, wann die nächste kommt? Die kommt, also die kündigt sich demnächst wahrscheinlich an, immer so Mitte des Jahres. Ja. Die Zertifizierung ist wie eine Art TÜV. Jährlich wird überprüft, wie gearbeitet wird, ob Abläufe stimmen, Checklisten richtig geführt werden, wie die Behandlungen gelaufen sind. Darf Oberstdorf seine Zertifizierung behalten? Vielen Dank. Vielen Dank. Alles Gute. Angenehme Audit. Nach 2 Tagen ist klar, die Prüfer sind zufrieden. Und wir haben mal wieder alles sehr transparent und offen gesehen. Das heißt, wir sind auf einem guten Weg, das mitzubegleiten. Was so ein Audit mit sich bringt, sind natürlich Hausaufgaben, die wir bis zum nächsten Mal zu erledigen haben. Das ist ganz klar, was die Struktur, was Organisationsabläufe betrifft. Aber ansonsten, denke ich, habe ich ein ganz gutes Gefühl dabei, dass wir das Zertifikat, so wie wir das jetzt haben, auch in Zukunft weiter erhalten werden und tragen dürfen. Viele Fehler lassen sich vermeiden, doch leider nicht alle. Hartmut Becker hat seinen Kampf verloren. Zurzeit ist es einfach so, der Stärkere hat Recht und der Stärkere ist die Medizin in Verbindung mit ihren Haftpflichtversicherungen. Denn du klagst nicht gegen die Mediziner, sondern gegen die Haftpflicht. Es entsteht, sage ich mal, für mich als Arzt mitunter schon der Eindruck, dass da eine Abwehrschlacht geführt wird, die unwürdig ist, die möglicherweise ihre formal-juristische Berechtigung hat. Aber da würde ich mir sehr, sehr wünschen, dass man da vielleicht ein bisschen großzügiger, ein bisschen menschlicher, ein bisschen. Und dann von mir aus die Versicherungsprämie erhöht. Also letzte Nacht habe ich kaum geschlafen. Melissa Wharton steht der Kampf noch bevor. Sie wartet auf den Prozess. Das System ist total ungerecht. Total ungerecht. Ich finde, man dürfte das gar nicht zulassen, dass das so ein langer Kampf wird. Dürfte man nicht zulassen, weil was mache ich in dieser Zeit? Egal ob finanziell gesehen, ob psychisch gesehen, ob körperlich gesehen. Warum? Und wichtig ist, dass Sie jetzt aus dem Patienten und Ärzte könnten auch emotional besser mit Fehlern umgehen, wenn offen gesprochen würde. Wenn tatsächlich ein Fehler passiert ist und es ist eine schlimmere Konsequenz für den Patienten daraus entstanden, dann muss man eben als Arzt sagen, ja, so ist das, so ist es passiert und das tut mir leid. Ja, das ist das, was ich jetzt auf die Schnelle sagen wollte. Ich danke.